Hallo liebe Kultisten und Kultistinnen, schön, dass ihr wieder da seid. Wir spielen heute ein Horror-Game. Ja, tatsächlich spielen wir Bucky's Grounds, ein Indie-Horror-Spiel. Und ich weiß tatsächlich nicht genau, um was es geht, aber ich habe ein Horror-Animatronic gesehen. Und da ich ziemlich auf Horror-Animatronics abfahre, auch wenn ich sie nicht so wahnsinnig grauselig finde, finde ich trotzdem, schaut es relativ vielversprechend aus. Und ich wollte es mir auf jeden Fall mal anschauen. Deswegen würde ich sagen, starten wir ohne weiteres in Bucky's Grounds, wo immer das ist, Start. Listen carefully, Jacob. Satan, bist du tot? Hör genau zu, Jacob. Du bist in Gefahr. Sobald du aufwachst, wirst du verirrt sein. Wir nennen diesen unterschiedlichen Ort Kankoban. Es gibt viel mehr zu erklären, aber die Flashlight kann dir helfen. Es ist dein Engel. Sobald du auf dem Spielplatz bist, wirst du Schokolade sehen, Jacob. Sammel sie. Aber du bist nicht allein. Mein Gott, ich brauche Schokolade. Das ist eine Kreatur hier. Er lebt in diesem Ort und er hasst gelbes Licht. Wenn die gelben Lichter ausgehen, wird es die Schokolade stehlen. Nein, schrecklich! Du weißt, wenn es spielen will. Sobald es auf dich zukommt, benutzt dein Flash und es wird verschwinden. Hey, na kurz, überhaupt kein Problem. Sehr simpel, nicht wahr? Finde die Schokolade, blitz es und rette sie. Und lass dich nicht fangen. Ich werde dir helfen, Jacob. Und jetzt wach auf. Ja, Satan. Satan, überhaupt kein Problem. Ich bin jetzt zufälligerweise super wach. Okay, das sieht eigentlich ziemlich cool aus. Das hier ist ein Spielplatz. Mein Gott, wir haben gelbes Licht auf dem Spielplatz. Mein Gott, auf dem Spielplatz feiere ich immer meine größten Siege. Außer ich werde ausgelacht auf dem Spielplatz. Das ist natürlich absolut schrecklich. Das ist wie früher auf dem Spielplatz ausgelacht zu werden. Ein sehr enthusiastischer Laufer. Okay, krass, der kann so richtig laufen. Willkommen zu Kankoban? Wo immer das ist, Kankoban. Kankoban, Kansas. Nein, bestimmt nicht. Mein Gott, da ist ein lustiger Hase. Okay, Bugs Schokolade, komm und besuch mich. Ja, gerne, Bug, überhaupt kein Problem. Du siehst ja auch super freundlich aus. Ach du Scheiße. Das kannst vergessen. Das kannst vergessen, kein bisschen gehe ich da rein. Ich bin noch nicht bescheuert. Schaut euch mal dieses Horror-Ding an. Okay, ich sehe schon GHG. Ich glaube, du musst da einfach reingehen. Das hilft nichts. Okay, wir gehen jetzt da rein. Hallo, bist du Bug? Bist du vielleicht mit Chuck verwandt? Kann das sein, Bug? Bug, ich komme jetzt rein. Hey there! Hallo hier, wir haben einen neuen Rekruten. Hier in Kankoban lieben wir es zu spielen, lachen und rumzurennen. Wir können schreien und rumspringen, uns Geschichten erzählen und für immer tanzen. Naja, es gibt nur eine Regel, keine gelben Lichter. Ich mag sie nicht. Sie brennen in meinen Augen. Jetzt komm näher und lass uns auf dem Spielplatz spielen. Mein Gott, ich möchte mit dem auf dem Spielplatz spielen. Nee, möchte ich nicht, nee, wirklich, ich möchte nicht auf den scheiß Spielplatz spielen mit dem. Ja, ich kann es kaum erwarten, ist echt super hier. Wow, ihr habt sogar Tische mit ganz bunten Punkten. Ernst gut hier, kann ich jetzt weg? Ja, Gottes Willen, das ist ein Albtraum, das Ding wird mich verfolgen. Habe ich super Bock drauf. Hallo, siehst super vertrauenserweckend aus. Krieg bestimmt keine Albträume von dir. Ach mein Gott, bist du ein Lieber. Muss hier weg. Wirklich, muss hier weg. Was ist hier? Brisbane Daily. Ein Experiment ist furchtbar schiefgelaufen. Wissenschaftler haben anscheinend ein Portal in eine neue Welt geöffnet, die aussieht wie ein Spielplatz bei Nacht. Sie versuchen, eine Stadt dort zu gründen, in dieser Welt, die sich Kankoban nennt, als plötzlich irgendetwas explodiert ist und die Dinge außer Kontrolle geraten sind. Jetzt aber ist diese Welt verlassen. Die Leute spekulieren, warum diese Welt überhaupt existiert. Bleiben Sie dran für mehr Informationen. Was? Das ist hier eine andere Welt oder was? Ich bin in diesem seltsamen Ort jetzt für Wochen. Ich höre noch immer diese Stimme. Ich glaube, ich habe irgendetwas gefunden. Es leuchtet wie ein Kaleidoskop. Es sieht so aus, als würde die Kreatur hier alles wissen. Er weiß jeden deiner Schritte, hört jede deiner Bewegungen und er sieht in deine Seele.
Ich muss sie retten. Ich habe sie gesehen. Sie sind nicht wie er. Sie sind nicht er. Ich bin nicht mehr in diesem Ort. Mein Gott, hier gab es schon Leute vor uns in Kankoban, wo immer das ist. Vielleicht irgendwo hinter Unterhupenhausen, wir wissen es nicht, okay? So, ziemlich viel gelbes Licht, hä? Huh? Das wird er aber nicht mögen. Jetzt machen wir ihn mal ein bisschen sauber. Er ist weg. Klar ist er weg, natürlich. Wo soll er sonst sein, außer, dass er schon längst wahrscheinlich uns jagt und sucht. Du liebe Goethe, ich glaube, jetzt geht's los. Okay, ich sehe schon, das ist, glaube ich, so ein Such- und Jagdspiel. Okay, wir haben hier ziemlich viele gelbe Lichter, dann ist es ja sicher hier, oder? Sieht wirklich aus wie ein verlassener Spielplatz. Hallo, was geht hier ab? Muss hier rumrennen und was hat er gesagt? Der Teufel am Anfang, Satan, hat gesagt, ich soll Schokolade suchen. Hallo? Es ist so dunkel. Es ist super dunkel, ich sehe über... What the shit? Na gut, er hat mich sofort erwischt, großartig. Es funktioniert ja absolut toll. Es funktioniert ja absolut toll. Ich bin sofort gestorben und geschockt worden. Mein Gott, ein Sandkasten. Ich habe Angst. Ich weiß nicht, wie ich hierher gekommen bin. Oh Gottes Willen. Komm, geh hier ran, dann kann ich dich wenigstens nur von einer Seite angreifen. Ich sehe den nicht. Ohne Scheiß, ich sehe den Typen nicht. Wie krass. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Okay, wir rennen hier rum. Wir rennen hier rum. Irgendein Kind hat gesagt, dass Angst hat. Da, Schokolade, ich sehe die sofort. Ich hol mir die Scheiß-Schokolade. Scheiße nochmal. Okay, besser. Ich muss hier rumrennen. Irgendwo ist der Penner. Hier! Okay, ich habe ihn diesmal fotografiert. Mein Gott, habe ich ein schönes Foto. Es reicht nicht, ihn einmal zu fotografieren. Na gut, ich muss ihn mehrmals fotografieren. Überhaupt kein Problem. Wir holen uns jetzt die Schokolade. Los, gib Gas. Los. Mein Gott. Wer sind wir? Sind wir der dicke Junge aus Charlies Schokoladenfabrik? Sag uns, wie du das feierst. Na, ich esse noch mehr Schokolade. Ach komm, ich hab ihn doch fotografiert. Gottes Willen, das Spiel ist viel schwerer, als ich dachte. Das ist viel schwerer, als ich dachte mit meinen OP-Reaktionen. Okay, die Schokolade gehört mir. Haha, meine Schokolade. Da ist noch mehr Schokolade. Werde ich nie ankommen, sag ich doch. Ach komm, du musst mir schon irgendwie eine Chance lassen zu reagieren. Doch, mehr Schokolade. Mehr Schokolade für mich. Scheiße. Ich hab viel zu früh fotografiert. Und wo kommt er? Ich hab ihn. Okay, wir müssen uns einfach nur sinnvoll hinstellen. What the shit was this? Okay, wir müssen uns einfach nur sinnvoll hinstellen. Sodass er uns nicht von allen Seiten angreifen kann. Hier zum Beispiel ist gut, wenn es jetzt hier das Licht ausgeht. Hier ist scheiße, hier ist richtig scheiße. Hier will ich nicht hin. Mein Gott, wir sind echtes dicke Kind aus Charlie und die Schokoladenfabrik. Ha, hab ihn erwischt. Hinter der Rutsche. Hier war nochmal der Misthase. Nein. Oh, Gottes Willen, die Kamera muss ich viel schneller aufladen. Ich krieg den ja nie. Ach Gott, wie viele Schokoladen muss ich denn sammeln hier? Okay, hier ist eine Schocke. Mein Gott, das Spiel ist echt nichts für Scott Malkinson, ich sag's euch. What's so bad about hanging out with me? Shut up, Scott Malkinson. I'm Scott Malkinson. I've got a lisp and I've got diabetes. Hey, don't make fun of my diabetes. Don't make fun of my diabetes. I'm Scott Malkinson. Okay. Rennen zum Scheißhaus. Im Scheißhaus sind wir immer sicher. Da ist der Killerhase. Hier ist er. Ich hab seine Augen gesehen. Okay, ist wieder hell. Wir rennen weiter. Mein Gott, das Spiel macht mir furchtbar Stress. Warum macht mir das Spiel so viel Stress? Ich muss doch nur blöde Schokolade sammeln. Komm. Go. Du willst die Schokolade. Yes, ich hab die Schokolade. Es ist super dunkel. Wir bleiben im Tunnel. Nämlich nur aus zwei Seiten kommen. Nicht von der oder von der Seite. Von einer Seite wird er kommen. Hab dich! Beinahe hättest du mich erwischt. Aber noch nicht. Oh, Gottes Willen war das knapp. Gottes Willen war das scheiß knapp. Okay, ist die Schokolade immer woanders? Hier im Tunnel. Mein Gott, ich brauche mehr Schoko. Damit es mir gut geht. Mein Gott, ich bin Scott Malkinson. Ich habe Diabetes. Nein, ich komme da nicht ran. Fuck it. Ich komme nicht ran an die Schoko. Ach komm, die habe ich doch reingesammelt. Hier ist gut. Wir können mich nur von zwei Seiten versuchen zu erwischen.
Gott sei Dank, ich habe ihn erwischt. Hallo, 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 wo ist er? Was hat denn der Typ eigentlich gegen mich? Nein, wirklich, was hat der gegen mich? Nur weil ich seine scheiß Schokolade wegfress. Übrigens, ich liebe Schokolade. Schokolade ist köstlich. Ist kein Wunder, dass der sauer ist, wenn ich seine Schokolade auffress. Aber natürlich ganz wichtig, Zartbitterschokolade. Hallo, wo ist er? Wo ist er? Ich schau... Hier ist er. Hier ist er. Ich schau hin und her, irgendwo wird er schon kommen. Okay, es geht weiter. Oh Gott, warum wurde ich denn jetzt so krass gejumpscared? Egal, weiter. Ich seh halt keine einzige Schokolade hier. Oh nein, oh nein, ich bin mitten in der Dunkelheit. Irgendwo ist dieser Typ, der wird mir den Arsch aufreißen, ohne Scheiß. Da ist er. Diesmal habe ich ihn gut erwischt. Ich sehe nichts. Okay, es geht weiter. Schreibt mir auch gerne, was für Schokolade ihr mögt, aber Zartbitterschokolade ist einfach köstlich. Ist einfach köstlich, weil sie nicht so süß ist. Weil sie nicht so süß ist, aber sie ist einfach köstlich. Mein Gott, wie viel Schokolade muss ich hier sammeln? Ich mache mich doch relativ gut. Und dann bin ich tot. Großartig. Mein Gott, hoffentlich muss ich das nicht immer von vorne machen, wenn ich sterbe. 6.5 hours later. Okay, ich glaube, wir haben es endlich geschafft. Ich sag's euch, das ist so ein Stress, das Game. Jetzt hat sich eine Tür geöffnet, die weiter nach Carcosa führt. Nein. Ja, irgendwie diese random Jumpscares sind eigentlich nur dafür da, dass sie dich nerven und aus der Ruhe bringen. Okay, hier geht's jetzt weiter. Ist das jetzt Level 2? Ich habe für Level 1 schon ewig gebraucht. Geh weiter, Jacob. Es gibt noch viel mehr zu finden. Aber sei vorsichtig, es wird nur schlimmer von hier. Ich weiß, du kannst es machen. Rette sie. Ich bin sowas von pisst bereits. Okay, ich rette sie, überhaupt kein Problem. Ich weiß zwar nicht, von wem wir reden, aber ich versuch's mal. So, also, wo ist der blöde Hase? Blöder Hase, ich fotografiere dich. Ich fotografiere deinen nackten Hasenarsch. Falls ihr es nicht wisst, Hasenärsche sind eigentlich nie nackt. Ich meine, die haben Fell, die Hasen, warum sollten die nackt sein? Okay, was gibt's hier? Eine Riesenrutsche. Sieht super aus. Hier ist der Ausgang. Das ist ein Haus. Okay, ich will ins Haus rein. Haus heißt immer sicher. Haus heißt immer super sicher. Okay. Gott, der kommt hier einfach direkt rein. Was erzählt der da für irres Zeug? Der rote Himmel ist ein Teil von ihm und was weiß ich was für ein Zeug? Weird, mein Gott, das ist ein Supercar. Da steigen wir ein in dieses Supercar. Nein, bitte renn weiter und such mal Schokolade. Wirklich, renn weiter und such mal. Oh Gottes Willen. Wir können uns von allen Seiten angreifen. Ich glaube, das ist unser Ende. Das ist unser Ende. Jetzt kommt und reißt uns den Arsch auf. Stemmt seine beiden Daumen in unseren Hintern. Reißt ihn uns auf. Ich sag's euch. Okay, weiter geht's. Eigentlich sieht's bisher ganz gut aus. Ach, du liebe Güte, was ist denn hier los? Was ist das für ein krasser Albtraum, in dem ich hier gefangen bin? Warum muss ich noch immer Schoko finden? Mein Gott, ich sag's euch. Mein Ernährungsberater wird was ganz anderes sagen. Dass ich keine Schoko essen soll. Okay. Ihr werdet lachen, ich habe übrigens meine Brille abgenommen. Warum? Weil die das Bild ein bisschen heller noch macht. Ich kann Helligkeit hier nicht gebrauchen. Ich muss genau sehen, von wo er kommt. Von hier zum Beispiel. Okay, lauf weiter. Wo gibt's denn hier noch blöde Schoko? Kann nicht sein, dass die Schokolade so gut versteckt ist. Gottes Willen, ich bin mitten in der Wildnis. Ich finde keine einzige Schokolade und werde von Killerhasen gejagt. Das soll mir mal einer nachmachen und einen scheiß Lebenslauf. Hey, hier können wir nicht rein, oder? Who's there? Klopf, wer ist hier? Lass mich allein. Ich gehe nicht mit diesem Ding. Ich gehe doch nicht raus, während dieses Ding da ist. Okay, hier ist eine Schoko. Hier ist eine Schoko, die merken wir uns. Wir gehen jetzt hier ins Haus rein, weil im Haus ist es sicher. Wenn er um die Ecke kommt, knall ich ihn ab. Sag ich doch, ich knall ihn ab, wenn er um die Ecke kommt. Bin schon wieder. Sag's doch. Hier im Haus habe ich alle meine Vorteile. So, die Schokolade war da drüben. Mein Gott, köstliche Schoko. Gottes Willen. Oh Gott, hier ist überall Schoko. Hier ist eine schlechte Position. Hier muss ich viel zu viel Raum abdecken, aber wir versuchen es mal. Dass uns hier nicht erwischt. Mein Gott, du blöder Hase. Blöder Bug, echt. Ich dachte schon, Chuck bringt mich manchmal in Schwierigkeiten, aber stimmt gar nicht. Bug ist viel schlimmer. Okay. Hier gibt es drei Schokis, die sammle ich sofort.
Einmal, zweimal, dreimal. Alles meine Schoki. Hast jetzt davon, du blöder Hase. Konzentrier dich, GHG. Du mit deiner Kamera gegen den Killerhasen des Grauens. Ist nicht so, als würde es nicht öfters passieren. Nein, Hasen sind wirklich super süß. Eigentlich sind die super lieb. Hasen sind echt liebe Tiere. Das ist ganz, ganz liebe Tiere. Keine Killerhasen. Einmal. Zweimal. Ich sehe schon, ich werde echt besser in dem Game. Ich will nicht sagen, dass ich es schaffe, aber ich werde echt besser. Okay, okay. Wo gibt's denn hier noch Schoko? Okay, wir gehen mal kurz hier rein. Gehen mal ganz kurz hier rein. Oh, okay, okay. Hier ist eigentlich relativ sicher. Was soll denn passieren? Schau dir mal das Bild an. Wer hängt denn das Bild von diesem Killerhasen hier auf? So ein Scheiß. Hat er das selber? Wohnt der hier? Ist das hier vielleicht seine Eigentumswohnung oder so? Und wir dringen hier unrechtmäßig ein. Das tut mir furchtbar leid, lieber Killerhase. Mein Gott, jetzt liegt das in diesem blöden Auto drin. Ich muss sagen, ich weiß nicht wieso, aber ich finde, dass das zweite Level leichter ist als das erste. Ich muss aber gestehen, ich weiß auch nicht genau wieso. Irgendwie muss er hier vielleicht weiter rennen oder so, bis er da ist. Du wirst mich verarschen. Du hast viel zu viel Schoko. Wie soll ich denn das schaffen, die alle einzusammeln? Du machst mich platt, echt. Mein Gott, ich hab's geschafft. Gottes Willen, first try. First try. Wer ist mächtig? So, ich verschwind von hier, ich sag's euch. Euer blödes, komisches Ding, das... Was ist das? Schaut euch mal den Shit an. Ich meine, was geht denn ab? Ist das eine Rutsche, die hier gebaut ist? Mein Gott, mein Arsch kann es kaum erwarten, auf eine Rutsche zu gehen. Mach mich sogar mit Brille rutschbereit. So, meine Pobacken sind bereit. Mein Arsch kann nicht warten. Ach so, es ist eine blöde Treppe. Mein Gott, ich habe mich krass auf eine Rutsche gefreut. Und was kriege ich? Treppensteigen. Das ist das Allerenttäuschendste, was hätte passieren können. Naja gut, das war jetzt auch nicht so erschreckend. Ich muss sagen, die Stimmung ist ziemlich absurd. Und was ist das? Ein Wasserturm? Ist ziemlich absurd und ziemlich cool. Fragt mich, was die Story hier hinter ist. Also, wir haben sehr mehr oder minder miterlebt, dass das hier eine andere Welt ist. Hätte ich hier angegriffen. Das Gefühl, er könnte jederzeit irgendwie von hinten kommen. Das möchte ich natürlich nicht, dass er mir von hinten in den Arsch rennt, hallo? Wenn er auch noch die ganze Zeit lacht. Mein Gott, das ist echt genau das Richtige für mich, alten Mann, Treppen steigen. Echt, das ist mein Endfeind. Also ihr kennt vielleicht Bosse aus Dark Souls, das hier ist mein Dark Souls Boss. 1000 Treppen, oh. Okay, ich bin endlich oben angekommen, hallo? Jetzt? Was machen wir jetzt hier? Mein Gott, was ist denn jetzt los? Oh, ihr klettert auf den Wasserturm. Nein, was machst du hier oben? Was hat er vor? Okay, nicht zu scaren und dann sich selbst so hart zu erschrecken, dass er ein Herz verkriegt. Alter, was geschieht hier? Ich check nichts. Bucky's Grounds. Okay, das war's schon? Okay, liebe Kultisten, ich blende euch hier seitlich nochmal den Newspaper-Artikel ein. Das war zu schnell, als dass ich es hätte vorlesen können. Ihr könnt es euch jetzt hier in Ruhe durchlesen. Ja, das war Bucky's Grounds. Ich fand's nicht uncool. Ich muss sagen, das erste Level hat mir wahnsinnig viel Nerven geraubt, weil das war so schwer. Das war so schwer, besonders weil es nicht so groß ist, ist der super schnell bei dir. Und manchmal ist er einfach so schnell an dir dran, dass du nicht mal die Kamera aufladen kannst. Das zweite Level, wo er gesagt hat, das wird eigentlich schlimmer, das war eigentlich viel leichter, weil er davon viel weiter her kommen musste. Das heißt, das habe ich auf dem First Try geschafft. Beim ersten saß ich einfach eine halbe Stunde da, während mir immer wieder ein Killer-Animatronic-Hase in den Arsch gebissen hat. Großartig, so stellt sich ja jeder sein Wochenende vor. Ja,
Aber es hat mir super viel Spaß gemacht. Ich fand es super cool. Schreibt mir auch gerne, wie ihr es fandet und ob ihr jetzt Diabetes habt von so viel Schokolade. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir auch gerne ein Like oder ein Abo, um den Kanal zu unterstützen. Oder hinter die Doom-Bell für den nächsten Horror-Content. Und immer mögen die großen Alten mit euch sein. Bis dann. Ciao.